Hallo ihr Lieben, ich war wieder shoppen bei Faltkarten und Kulricke, und bei Kulricke gibt es diesen Monat auch ganz viele tolle Neuheiten. Ein paar davon werde ich euch zeigen und daraus werden wir später auch eine Karte zusammenwerkeln, sodass ihr auch mal direkt so eine Idee habt, was man damit so anstellen kann. Und ja, ich würde jetzt starten mit den Sachen von Faltkarten. Dann zeige ich euch meine Neuheiten von Kulricke. Die anderen findet ihr auch bei den Neuheiten von Kulricke auf der Website. Die verlinke ich euch auch unten. Guckt da unbedingt mal rein. Da gibt es noch viele andere tolle Sachen. Und ja, wir starten einfach mal durch. Zum einen habe ich mir mal wieder Farbfächer bestellt. Ihr wisst ja, ich habe eigentlich alle Farbfächer von Faltkarten da. Aber ich war mir nie so sicher, ob ich auch die ganz aktuellsten Farben mit drin habe. Gerade bei den Standardfarben und bei den Strukturfarben kommen ja immer mal wieder neue Farben hinzu oder gehen auch aus dem Sortiment raus. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, als es jetzt das Komplettpaket für die ganzen Farbfächer gab. Da habt ihr wirklich alle Farbfächer drin, die es bei Faltkarten gibt, und müsst euch die nicht selber zusammensuchen. Da haben wir einmal die Standardfarben mit 41 Farben, die Strukturfarben, und dann haben wir die Metallic-Farben, auch sehr, sehr coole Farben, die Recycling-Farbfächer, wo auch die ganzen Kraftpapiere drin sind und auch der Graskarton, den ich ja so liebe, und dann haben wir hier nochmal die 300-Grammer Papiere. Da haben wir ja jetzt auch neue Farben gekriegt, neben Weiß und Elfenbein sind da jetzt auch ganz tolle neue Farben dazugekommen. Die zeige ich euch nochmal. Das Recycling-Weiß hat übrigens auch 300 Gramm. Wir haben ja das Strohgelb bekommen, das Eisblau, das Blattminze, das Türkisblau und das Lachs. Und ihr seht auch, hier ist alles immer beschriftet mit den entsprechenden Farben, welche Grammatur das hat und ja, ne? Graskarton hat auch 300 Grammatur. Also da ist wirklich alles mit drin, was ihr an Farben habt. Und schaut mal, also wer da nicht fündig wird, so ein bunter Regenbogen von Farben, der ist ja selbst schuld. Also wer wirklich eine bestimmte Farbe sucht oder bestimmtes Kraftpapier oder so, der wird auf jeden Fall bei Faltkarten fündig. Das kann ich nur empfehlen. Die Papiere sind alle sehr, sehr gut. Ja, dann habe ich mir ein bisschen was bei Faltkarten noch bestellt. Zum einen durften hier diese kleinen Strasssteinchen mit, Rhinestones von Craft Consortium. Dann durfte mit von Marianne Design dieses kleine Stanzen-Set. Da fand ich einfach das Kleeblatt super, auch so für Hintergrundgestaltung, wie ihr es hier auch im Hintergrund wirklich seht. Und dann gibt's dabei noch zwei Marienkäfer, und die sind auch total niedlich und da prägen sich halt auch die Punkte zum Beispiel ein. Das finde ich total schön und total süß. Dann durfte mit von Studio Light dieser große Schmetterling. Ihr wisst, ich habe mir letztens schon mal Schmetterlinge besorgt, aber ich wollte einen riesengroßen haben. Ich liebe Schmetterlinge, gerade so für Sommerkarten. Da sind jetzt auch noch zwei kleine dabei. Einer, der fliegt gerade an oder sitzt auf einer Blüte, und ja, der quasi in klein. Aber guck mal, ist der nicht wunderschön groß? Der hat wirklich, muss ich mal eben nachmessen, der ist, ja, fast 10 cm mal 10 cm. Also schon ein großes Dingen. Und der kriegt dann so eine Karte auch schon sehr gut und schnell voll. Dann durften wir dieses Stanzen. Da sind zwei Stanzen drin. Und ein Oval auch noch. Oh, das machen wir mal auf. Von Gemini ist das. Da gucken wir mal rein. Die sind immer auf so Plastikplatten. Oh ja, schaut mal. Und da habt ihr zwei Stanzen, die ungefähr gleich groß sind. Und da könnt ihr natürlich unzählige Karten mitmachen. Ich bin auch am Überlegen, ob ich mit dieser Stanze mal so ein ja, Video mache, eine Stanze, mehrere Karten, mal gucken, wie viele ich so da rauskriege, aber da habt ihr natürlich, ihr könnt die einzeln benutzen, ihr könnt die hier als Gatefold benutzen, ihr könnt die mischen, ihr könnt zweimal die gleiche nehmen, ihr könnt nur unten was hinkleben, Ja, also da gibt es ja unzählige Möglichkeiten. Und mit dabei ist auch noch so ein schönes Oval. Passend auch mit so einem Rahmen, der quasi das Muster wieder aufgreift. Finde ich auch immer sehr cool. Also das Floral Meadow heißt das, Blumenwiese. Diesmal eine schöne Übersetzung. Dann durfte noch mit von Tonic Studios diese Stanze, weil ich fand das mal was anderes vom Rahmen her. Es ist so eine Raute. Und die kann man auch mit mehreren Lagen nutzen. Auch mit mehreren Layern, ne? Da gibt es halt den äußeren Rahmen, dann hier dieses eingeschnittene, wo die Blumen auch drin sind, ist extra ein Rahmen und innen drin kann man auch noch einen setzen. Und dann gibt es hier noch ein Shine Bright mit dazu, mit so einem Diamanten. Ja, aber ich fand den Rahmen halt total schön, deswegen durfte der auch mit. Dann durften noch mit Stempel von Studio Light, Hintergrundstempel. Diese Linie Write Your Story hat's mir echt angetan. Das sind jetzt die Stempel Inky Notes und da habt ihr halt einmal so ein liniertes, dann Schriftstempel, 2 Stück und ja, die Blume finde ich auch total schön, um sie in den Hintergrund zu setzen. Ein paar Splotchies, eine Büroklammer, noch ein Splotchie und da kann man echt schön im Hintergrund mitarbeiten. Passend dazu durfte auch die Stencil mit, Written Note Page. Da habt ihr halt wirklich so Schrift und Linien und ja, das sieht dann nachher so aus. Finde ich auch für den Hintergrund halt mega schön. Auch vielleicht im Zusammenhang mit meinem Schmetterling. Mal gucken, was ich daraus zaubere. Und dann durften noch mit Nuvo Schimmerpowder. Ich bin ja immer so ein Sammler, ne? Diese Farben hatte ich jetzt noch nicht. Ich liebe ja meine Nuvo Schimmerpowder und arbeite da sehr, sehr gerne mit. Und ich habe mir jetzt einmal Solar Flare gegönnt. Das ist eher so ein einfarbiges Puder. Es gibt ja die zum Beispiel hier mehrere Farben haben, wie zum Beispiel das Violet Brocade. Das ist so blau, pink, lila. Und das Solar Flare ist ein reines Gelb. Kann man natürlich auch mit den anderen Farben mischen. Zum Beispiel mit den Falling Leaves, das ist so ein helles Grün. Das zu mischen finde ich auch eine super Sache für den Sommer zum Beispiel. Und dann durfte Stormcloud mit, das ist ein Schwarz. Auch ziemlich einfarbig. Das zu mischen mit zum Beispiel Violet Brocade oder so, fände ich auch interessant, um zum Beispiel Galaxien zu gestalten oder sowas. Jetzt fehlt mir noch der Blue Blitz und noch irgendeins, glaube ich. Und dann bin ich komplett. Aber ja, ne, kommt alles so nach und nach und die werden bei mir auch gerne gebraucht. Von daher alles gut. Und last but not least durfte die neue Kreativsüchtig mit. Da freue ich mich ja immer schon drauf, die ganz in Ruhe mal zu lesen, wenn ich mal Ruhe finde. Aber da auch mehrere Ideen mit Karten. Upcycling ist ja voll meins. Travel Journal gucke ich mal, habe ich jetzt noch nie gemacht, aber ja, weil Machen glücklich macht. Na, da freue ich mich immer auch mal was in Papierform zu lesen. Nicht immer nur online, sondern auch in Papierform. So, jetzt zeige ich euch meine Neuheiten von Kulricke. Zum einen gab es ja schon länger diese Rahmen, nennt sich Blumenrahmen, Flower Frames, als Stempel. Und dazu gibt es jetzt auch die passenden Stanzen ganz neu. Und ja, ist natürlich voll meins. Und damit werden wir gleich auch basteln. Und ihr könnt den Rahmen nutzen, ohne die Stempel, mit Stempel, wie ihr das möchtet. Es ist der große Rahmen mit dabei. Es ist der kleine Rahmen mit dabei und auch das Blatt zum Ausstanzen ist mit dabei. Dann ist noch extra mit dabei so ein Oval, was halt in den großen Rahmen reinpasst. So ein Swirl, den kann man zum Beispiel hier noch schön mit aufsetzen. Und so ein kleiner Punkt. Da muss ich mir nochmal überlegen, was ich damit so machen kann. Aber ja, kann man vielleicht auch nochmal ausstanzen oder verwenden, wie man das möchte. Hier nochmal ein Extra setzen im Innenrahmen oder so. Also mega schöne Stanzen und die kann man auch echt ohne die Stempel ganz gut verwenden. Mit Stempeln noch cooler, das machen wir heute. Zeige ich euch auch einen kleinen Trick, wie ihr das gut zusammen verwenden könnt. Ja, mega. Also passend zu den Stempeln, die Stanzen, ganz, ganz cool. Und ja, hier ist noch ein Stempel passend, eine Stanze passend zu einem Stempelset, das Stempelset zur Hochzeit. Da habe ich jetzt aber nur die Stanzschablone Hochzeit. Die werdet ihr auch gleich im Einsatz sehen. Das ist halt wieder dieses schöne, hier oben hat man das Bild, dieses schöne schnörkelige, langgezogene. Das mag ich ja sehr gern, da habe ich ja schon mehrere von. Das gibt es zum Geburtstag und alles Gute, alles Liebe und so. Das seht ihr ja bei mir auch öfters. Die liebe ich ja, diese Stanzen. Also die durfte mit. Da werden wir auch gleich mit basteln. Und auch die dritte Neuheit, die bei mir eingezogen sind, die zarten Blätter. Es sind 3 so Blätterstandsformen. Die werden wir auch gleich mit verwenden. Die durfte auch mit und ja, das sind meine Neuheiten. Wie gesagt, es gibt mehrere neue. Ich verlinke euch die Neuheitenseite von Kulricke. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Basteln. Und zwar habe ich mir hier diesen wunderschönen Hintergrund geschnappt. Den hatte ich ja gestaltet in dem Video zum Embossing mit Einfärben. Wer es noch nicht gesehen hat, das verlinke ich oben, da seht ihr genau, wie ich das gemacht habe. Da habe ich halt mit einem Embossing-Folder gearbeitet auf dem Kraft Rosé und mit VersaMark das Ganze eingefärbt und in Gold embossed. Und da ist dieser wunderschöne Hintergrund entstanden. Da war ich ja auch, den habe ich auch sehr gefeiert, muss ich ja sagen, in dem Video. Und jetzt habe ich mir gedacht, für eine Neuheit darf er jetzt zum Einsatz kommen. Ich habe mir als Grundkarte zurechtgeschnitten das Kraftsand, weil ich finde, das passt ganz gut. Ist ein schöner, gediegener Hintergrund. Und das werden wir jetzt noch verschönern. Und zwar habe ich mir als erstes genommen die Stanzen und den Stempel für den großen Rahmen hier aus den ovalen Rahmen. Und ja, ich habe ihn auch schon mal einmal ausgestanzt. Das ist der große Rahmen. Den werden wir jetzt aber noch verschönern. Denn ich möchte auch den Stempel mit benutzen, das Ganze passend zum Hintergrund Gold embossen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal so einen kleinen Hack, wie ich das dann Stempel. Und wir werden auch die Mitte nochmal ausstanzen. Ich habe mehrere Varianten versucht. Erst ausstanzen, dann stempeln, das Oval direkt von Anfang an mit ausstanzen und dann stempeln. Erst stempeln, dann ausstanzen und das war für mich jetzt die beste Variante. Ich habe mir den ovalen Rahmen jetzt nur die Outline ausgestanzt und ich habe mir das Negativ aufbewahrt, um darin den Stempel auszurichten. Der ist jetzt schon ausgerichtet, das lassen wir auch schon mal so. Ihr könnt nämlich, wenn ihr das ausrichtet, natürlich in der schwarzen Auslassung dieses Negativs viel besser sehen, wo sind denn jetzt die Linien innen drin, als wenn ihr jetzt das Weiße mit auflegt. Punkt 1. Punkt 2, wenn ihr mehrere solche Rahmen machen wollt, könnt ihr das mehrfach ausstanzen, da reinlegen und jedes Mal wieder stempeln. Da das so eine große Mittelfläche hat und ich das Oval innen noch nicht ausgestanzt habe, habe ich auch die Möglichkeit, das Ganze einfach mit einem Magneten zu fixieren und dann eben mehrfach zu stempeln. Ich möchte den Stempel jetzt in Gold embossen, also nehme ich mal wieder mein Säckchen, gehe mir hier drüber, damit auch nur an den Stellen was haftet, wo das VersaMark gestempelt wird. Dann nehme ich mir mein VersaMark und gebe es mir auf meinen Rahmen drauf. Und stempel es ab. Ich stempel ja gerne immer zweimal. So, und auch wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwo nicht richtig gestempelt habt, könnt ihr das natürlich so wieder in die Schablone reinlegen und nochmal erneut stempeln. Zum Rausnehmen nehme ich jetzt am liebsten eine Pinzette. So, guck, dass ich das hier rauskriege und dann kann ich innen drin anfassen und mir das Ganze rausheben. Auch noch so ein Vorteil, warum ich das Oval halt nicht vorher mit rausschneide. So, dann nehme ich mir mein Schmierpapier und gebe mir da Embossingpulver drüber. Da, wo jetzt in der Mitte Fingerpatschen sind, nehme ich einfach mal eben meinen Pinsel, mache das ein bisschen weg. Dann kommt das Pülverchen sofort zurück ins Döschen und dann föhne ich das eben. Auch noch ein Vorteil, das Oval vorher nicht mit ausgeschnitten zu haben. Ich kann jetzt hier in der Mitte einfach mit meinem Pinsel oder mit einer Pinzette festhalten und verbrenne mir nicht die Finger, weil am Rand festhalten ist halt schlecht. Jetzt fühle ich mal eben. Und jetzt habt ihr halt diesen wunderschönen Rahmen aufgestempelt und embossed. Und ich finde so jetzt schon wunderschön. Also ihr könntet jetzt einfach hier was reinstempeln, was reinschreiben, ein Foto reinkleben. Könnt natürlich auch Fotos ausstanzen mit der ovalen Stanze, die dabei ist. Ich möchte aber, dass mein Hintergrund sichtbar ist. Deswegen stanzen wir jetzt in der Mitte aus. Ich nehme mir dazu am liebsten meine magnetische Schneidematte von Vaessen und dann kann ich mir das Oval, dieses hier, super auflegen und ausrichten, so dass ich überall einen gleichmäßigen Rand habe. Da sieht man dann den äußeren Rand quasi überall gleichmäßig und es stanzt dann auch wirklich passend den mittleren Rahmen gestitcht. Ich fixiere mir das hier jetzt nochmal einmal, weil das Ganze ist ja so ein bisschen gewellert. Eigentlich hält es hier jetzt super bombenfest auf der magnetischen Platte. Und das gebe ich mir jetzt einmal durch die Big Shot. Und das kommt dabei dann raus. Ein schöner filigraner Rahmen und hier ein gestitchtes Oval. Denn das Oval ist an beiden Seiten gestitcht. Das heißt sowohl das Äußere, was hier quasi das innere Embossed, seht ihr das? Nochmal stitcht vom Rahmen, wird gestitcht, als auch der innere Kreis oder das innere Oval. Und das schmeiße ich natürlich auch nicht weg. Ne, da kann ich ja auch noch ganz viele tolle Sachen mitmachen. Und ja, den Rahmen werde ich jetzt mehrfach ausstanzen. Da habe ich schon mehrfach ausgestanzt. Das sind jetzt insgesamt 5 Layer, wo ich jetzt den oberen nochmal aufklebe. Und dann richte ich mir das halt schön passend aus und drücke es mir passend fest. Und dann darf das Ganze einmal unter meiner Stempelhilfe kurz antrocknen. So, schmeißt euch diese Schablonen nicht weg. Die werde ich mir mit in mein Stempelset einfach reinpacken. Dann habe ich sie immer zur Hand und kann das Ganze schön ausrichten. Noch mal eben hier so ein bisschen das Puder weg. Die gleiche Methode werde ich mir jetzt auch für die Blätter aus dem Stanzenset vornehmen und die bestempeln und Gold embossen. Dafür habe ich mir hier schon ein paar davon ausgestanzt. Nein, die kann man auch so gut verwenden, ne? Die sind auch so wunderschön, aber ich möchte jetzt ein paar auch bestempeln. Und dafür habe ich mir eben auch das Negativ genommen und hier ein bisschen lila Tape hintergemacht, was auch nicht mehr ganz so stark klebt. Und das fixiere ich mir jetzt auch einfach in meiner Stempelhilfe. Dann brauche ich mir meinen Stempel. Guck, dass es oben in der Ecke liegt. Dann richte ich mir meinen Stempel aus. So. Und dann lege ich mir hier jetzt mal so ein Probeblatt ein und stempel das mal nochmal mit einer hellen Farbe nicht zum Embossen. Und da nehme ich auch von Kulricke das Ginger Root. Das passt dann auch, vielleicht nehme ich die Blume dann auch, die passt nämlich dann auch ganz gut zu dem sandfarbenen Hintergrund. Und gucke, ob ich das richtig ausgerichtet habe. Natürlich erst einmal über den Stempel drüber rubbeln, weil ist ja ganz neu. Und dann stempel ich es einmal ab und schaue, ob ich passend ausgerichtet habe. Das schaut gut aus. Dann könnt ihr euch das Ganze hier dann wieder rausnehmen. Und seht mal, es passt ganz hundertprozentig. Also die Methode zum Ausrichten ist super. Und das mache ich jetzt halt mit den Blättern zum Embossen. Das heißt, ich lege mir das Blatt hier rein. Das hält natürlich auf dem lilanen Tape auch wunderbar. Dann mache ich mir ein bisschen mit meinem Säckchen Babypuder drüber und mache mir den Stempel sauber, bevor ich mit VersaMark drüber gehe. So. Gehen wir mit VersaMark drüber und stempel mir das einmal ab. Und so müsst ihr dann auch nicht immer, wenn ihr so mehrere Blätter habt, das beim Ausstanzen neu positionieren, sondern könnt hier einfach das reinlegen und habt es passend ausgerichtet. Das mache ich jetzt einfach nochmal für ein paar Blätter und dann sehen wir uns gleich wieder. So, gestempelt sind die Blättchen. Jetzt lege ich die mir einmal auf meine Embossing-Unterlage. Embossing-Unterlage hört sich so hochtrabend an, das ist wieder das Schmierpapier. So, und gebe mir das Embossing-Pulver drüber. Kann sie auch noch mal einmal so eindippen, wenn ich nicht sicher bin, ob ich überall was habe. Und da arbeite ich halt wirklich mit einer Pinzette, um nicht das ganze Pulver wieder abzumachen. Und dann föhne ich mir das Ganze auch einmal mit meinem Embossing-Föhn. So, die Blätter sind auch embossed und jetzt können wir auch die Karte schon fast zusammensetzen. Ich habe mir jetzt noch mehr Sachen vorbereitet. Zum einen habe ich mir die zarten Zweige aus elfenbeinfarbenem Cardstock. Übrigens, der Rahmen ist auch elfenbeinfarben und diese Blätter hier. Und aus Transparentpapieren ausgeschnitten. Und ich hatte mir ein Stück oder ein Oval, was übrig war, in Gold embossed komplett. Also wirklich komplett mit VersaMark drüber. Und dann habe ich 3 Lagen Embossingpulver drüber gemacht. Dann könnt ihr euch so schöne Embellishments da ausstanzen. Da habe ich einen Zweig noch übrig gehabt. Und ich habe den Spruch. Da ist das Hochzeit. Und da ist auch der I-Punkt. Nicht, dass ich den verliere. Und ein Zur. Es gibt so ein Set, da ist Zur und Summe drin. Mit ausgestanzt. Und da habe ich mir noch 2 weitere Lagen in Elfenbeinfarben ausgestanzt und drunter gesetzt. Und dann habt ihr wirklich so ein richtig schönes, ja, Embellishment schon fast, also es ist richtig schön fest. Es gibt natürlich nochmal Dimensionen, weil man das so oft ausgestanzt und übereinander gesetzt hat. So, jetzt nehme ich mir meine Grundkarte her und meinen Aufleger und den werden wir uns jetzt verschönern. Der Rahmen ist auch mittlerweile getrocknet und den setze ich mir hier auf. Guck mal, das sieht doch schon mega aus. Ich liebe diesen Hintergrund, ich liebe ihn. Und jetzt setze ich mir da meine Blätter drauf. Und zwar so ein bisschen rechtslastig, weil ich möchte den Spruch hier unten links anbringen. Und der hat hier so einen tollen langen Swirl. Und dann kommt der halt über den Blättern auch richtig toll zur Geltung. Ich fange einfach mal an mit so einem großen Farnblatt aus dem Set Zarte Blätter. Arbeite mich so ein bisschen durch. So möchte ich es gerne haben. Jetzt versuche ich mir die Blätter mal so ein bisschen zu fixieren am Rahmen, indem ich beim Rahmen jetzt erstmal doppelseitiges Klebeband so ein bisschen anbringe. Und hoffe, dass da die meisten Blätter einmal kurz fixiert sind. Jetzt einmal genau zielen. So. Ja, bei den oberen hat es jetzt geklappt. Die unteren brauchen noch mal ein bisschen. Klebe ich jetzt einfach noch eine Lage drüber. Dann habe ich die oberen auch schon mal ein bisschen fixierter. So. So kann man sich dann einfach machen, wenn man es einmal ausgerichtet hat. Ich könnte natürlich jetzt auch mit Flüssigkleber erstmal alles einzeln ankleben, aber ja, das geht, aber dauert. So, jetzt gucke ich noch mal rein. Wo möchte ich die haben? So, guck mir das einmal kurz an. Und dann kann ich mir die, die oben zum Beispiel rausgucken wollen, auch noch mal einmal mit Flüssigkleber fixieren. So, einmal kurz andrücken. Anhalten, dass es sich ein bisschen verbindet. Es soll ja auch ein bisschen Spiel mit drin sein bei den Blättern. Und dann schnipsle ich mir hier einmal die Überstände ab, bevor ich das andere festklebe. Das gefällt mir schon sehr gut. Und jetzt gehe ich einfach auf der Seite mit den Blättern nochmal mit doppelseitigem Klebeband drüber. Drückt mir das richtig gut an, damit das eben auch die Blätter schön festhält. Und auf der anderen Seite nehme ich mir jetzt dünnes Foamtape, weil die Blätter ja schon auch so eine gewisse Dicke haben. So gefällt es mir am besten. Jetzt ziehe ich die ganzen Schutzfolien einfach ab und klebe es auf. So, möglichst gerade, mit passendem Abstand. So. Einmal festdrücken und jetzt kann ich natürlich hier, wo es mir vielleicht noch ein bisschen zu sehr absteht, auch noch mal hingehen und mit ein bisschen Flüssigkleber die einzelnen Blätter ein bisschen fixieren. So, jetzt ist alles fixiert und ich habe mir teilweise auch noch ein bisschen Glue Dots dahinter geklebt. Und jetzt können wir noch einmal die Schrift aufbringen. So würde ich es machen. Hat man es auf jeden Fall fixiert. Einfach mit ein bisschen Flüssigkleber. Da, wo es auf dem Rahmen aufliegt. Da setze ich mir jetzt ein paar Punkte hinter die Schrift. So. Und nehme meine Pinzette da auch zu. Und gucke, dass ich das schön platziert kriege. So, dass hier eben auch der Swirl nicht allzu lang übersteht, halte das kurz an. Und dann ist das auch fixiert. Jetzt habe ich natürlich den E-Punkt verloren, aber ganz ehrlich, der wird jetzt hier im Hintergrund eh nicht zur Geltung kommen. Und hier ist so ein Gegenstand, könnte man auch als E-Punkt nehmen, das lasse ich jetzt einfach so. Jetzt kommt das Ganze natürlich einfach nur nochmal auf die Grundkarte drauf. Schwupp. Bei so, embossten Hintergrund nehme ich dazu auch ganz gerne doppelseitiges Klebeband und Flüssigkleber, damit eben bei diesen ganzen Einkerbungen und Vertiefungen das Ganze trotzdem hält. und dann klebe ich das vorne drauf. Und dadurch, dass ich halt jetzt die Ecken hochgeklappt habe, kann ich das erstmal schön ausrichten. Festdrücken in der Mitte und dann nach und nach die Schutzfolie an den Seiten abziehen und mir das Ganze schön andrücken. So, und vorne ist die Karte fertig. Ich finde eine sehr schöne, glänzende, besondere Hochzeitskarte. So, für die Innenseite habe ich mich jetzt dazu entschieden, aus diesem Set nochmal diese Schrift mit aufzunehmen für den Hintergrund und auch nochmal die Blätter, die wir gerade in Gold embossed haben, herzunehmen und das Ginger Root. Und wir werden auch abstempeln, sodass man eben auch die Innenseite ganz schön gestaltet hat. Ich werde jetzt erstmal den Schriftstempel in den Hintergrund stempeln, nehmen da den zweiten Abdruck für. Und mache mir hier unten so eine Ecke damit. Und dann nehme ich den Blätterstempel und setze mir den einfach hier nochmal ein paar Mal hin, drehe ihn dabei auch ein bisschen. So, und wenn ich das Ganze beschrieben habe, dann klebe ich es hier rein und dann sind wir fertig mit der Karte. Ich hoffe, euch gefällt's und euch gefallen auch die Neuheiten bei Kulricke. Da steckt immer viel Herzblut drin, das Ganze zu gestalten. Und ja, die Bettina gibt sich da Riesenmühe, die ganzen Dinge passend aufeinander abzustimmen. Und ich finde dieses Release sehr, sehr gelungen, weil ihr es halt wirklich auch passend zu zum Beispiel Hochzeitskarten nutzen könnt, aber natürlich auch für ganz viele andere Sachen. Und ja, ich werde mit den Sachen jetzt öfters basteln. Seht ihr hier. Und ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen kreativen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut, und sage ciao, bis zum nächsten Mal.